Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video möchte ich mit euch die wichtigsten Punkte bezüglich Gegenpressing durchgehen. Fangen wir auch gleich einmal an. Gegenpressing ist die sofortige Ballrückeroberung nach einem Ballverlust. Das heißt, es findet in der Umschaltphase von Offensiv auf Defensiv statt, also von Angriff auf Verteidigung. Beim Gegenpressing ist der Ballverlust etwas Positives, weil das ist die perfekte Gelegenheit, um sofort wieder den Ball zurückerobern zu können. Und nicht umsonst hat einmal Jürgen Klopp gesagt, dass das Gegenpressing der beste Spielmacher der Welt ist. Es gibt zwei ganz, ganz wesentliche Voraussetzungen für ein effektives Gegenpressing. Erstens einmal die psychische und zweitens die physische Voraussetzung. Was meine ich mit psychischer Voraussetzung? Damit meine ich, dass die Spieler es verstehen müssen, dass sie es im Kopf bzw. im Unterbewusstsein abgespeichert haben, dass wenn ich einen Ball verliere, dass ich keine Zeit habe, um mich zu ärgern oder zu meckern oder zu jammern, wie auch immer. Ich habe keine Zeit zu verschwenden, weil ich schon längst den Gegner unter Druck setzen könnte. Das heißt, die Spieler müssen eine gewisse Programmierung haben, ein Mindset, ein Automatismus, dass wenn ich den Ball verliere, dass ich sofort den Gegner unter Druck setzen möchte, dass ich sofort umschalte in ein Gegenpressing. Da ist es natürlich wichtig auch, dass die Spieler die Vorteile vom Gegenpressing verstehen. Und wenn sie das tun, wenn sie das verinnerlichen, dann glaube ich, kann ein effektives Gegenpressing zustande kommen, wenn sie dann den Ball verlieren, dass sie es nicht als negativ sehen, sondern als positiv. Ich habe den Ball verloren, kein Problem. Ich schalte sofort um in ein Gegenpressing und versuche sofort wieder den Ball zurückzuerobern. Die zweite Voraussetzung, das ist die physische. Das bedeutet natürlich, dass die Spieler in einem körperlichen Top-Fitness-Zustand sein sollten, weil ein Gegenpressing natürlich hochintensiv ist und deswegen braucht man natürlich eine gewisse Fitness, um ein effektives Gegenpressing spielen zu können. Erstens einmal ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich so positioniere, schon im Ballbesitz, dass ich ein Gegenpressing überhaupt spielen kann. Das bedeutet, ich muss auf meine Positionierung achten, während ich schon den Ball habe. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel hier in diesem Fall, wir sind die blaue Mannschaft im 4-1-4-1, wir spielen drauf. Wenn wir zum Beispiel wie hier viel zu weit auseinander sind, kann dann ein Gegenpressing nicht funktionieren. Weil wenn ich dann hier den Ball verliere, habe ich zu wenige Spieler hier in unmittelbarer Nähe, um den Gegner unter Druck setzen zu können. Das bedeutet, ich muss schon schauen, wenn ich den Ball habe, dass ich nicht zu weit auseinander bin, dass ich ballorientiert hier bin. Natürlich kann ich zum Beispiel einen Spieler hier lassen, der für die Breite in der Offensive zuständig ist, das ist schon klar, aber es dürfen nicht allzu viele sein, weil wir, wie gesagt, hier in unmittelbarer Nähe des Balles möchten wir natürlich eine Überzahl haben und deswegen müssen wir hier gut besetzt sein, um danach ein Gegenpressing starten zu können. Das heißt, die ganzen kurzen Pässe, ein Kurzpassspiel ist natürlich bevorzugt, als immer diese langen Bälle, um dann ein Gegenpressing starten zu können. Aber jetzt ist es nicht nur wichtig, horizontal, dass man eng beieinander ist, sondern auch natürlich vertikal. Das bedeutet, dass die Kette zum Beispiel hier nicht zu weit auseinander ist, sondern in dem Fall, wenn der Ball hier vorne ist, müssen sie natürlich höher stehen, damit wir gemeinsam als kompakter Mannschaftsblock, dass wir ein Gegenpressing starten können. Der zweite Punkt ist dann wichtig, wenn dieser Spieler zum Beispiel in ein 1 gegen 1 geht und er verliert den Ball, dann ist es wichtig, dass die Spieler verstehen, dass bei einem Ballverlust alle Spieler sofort ballorientiert verschieben müssen. Das bedeutet, dass sofort alle Spieler, der Ball ist dann wie ein Magnet, alle Spieler müssen angezogen werden zum Ball, auch dieser Spieler muss herkommen, weil wir wollen ja das Spielfeld so eng wie möglich machen und wir wollen den Gegner so schnell wie möglich unter Druck setzen, unter Zeit und unter Raumdruck. Dann
der nächste Punkt ist natürlich wichtig, dass dieser Spieler, natürlich reicht es nicht nur, wenn wir ballorientiert verschieben, sondern wir wollen, nachdem wir ballorientiert verschoben haben, wollen wir natürlich Druck erzeugen. Und jetzt gibt es natürlich beim Gegenpressing ein paar verschiedene Varianten, also die zwei wichtigsten. Erstens einmal den Gegner, der den Ball hat, sofort unter Druck setzen. Und die zweite Möglichkeit, die gibt es auch, dass man die Passwege zustellt. Das heißt, wenn dieser Spieler jetzt den Ball hat, dass wir hier diesen Passweg zustellen, dass wir vielleicht hier den Passweg zustellen, vielleicht hier den Passweg zustellen und so können wir ihn auch unter Druck setzen. Natürlich, meiner Meinung nach, ist die beste Kombination genau die zwischen diesen zwei Punkten. Die ersten oder die ballnähersten ein, zwei Spieler sind dafür verantwortlich, dass sie sofort auf dem Gegner Druck erzeugen. Und alle anderen, die ballorientiert natürlich verschoben haben, schauen, dass sie die Passwege zustellen. Somit haben wir diese Kombination und somit können wir dann den Gegner sehr effektiv unter Druck setzen. Weitere wichtige Punkte, die zu beachten sind, natürlich ist es auch wichtig zu schauen, mit wie vielen Stürmern sie spielen. Wenn zum Beispiel der Gegner hier, der Außenverteidiger ist auf diesen Spieler zum Beispiel drauf, wenn der Gegner mit einem Stürmer spielt, ist es wichtig, dass der Innenverteidiger einer auf ihn drauf bleibt, dass er dann, wenn er vielleicht angespielt wird, dass er sich nicht frei und ohne Druck drehen kann. Das heißt, einer bleibt drauf und der andere Innenverteidiger sichert ihn ab, weil wenn zum Beispiel der lange Ball hinter die Abwehr kommt, dann haben wir noch immer eine Absicherung. Das heißt, wir wollen immer eine Überzahl haben von mindestens einem Spieler, dass wir hier kein Risiko eingehen. Wenn Sie zum Beispiel mit zwei Stürmern spielen, dann schaut das so aus, dass wir natürlich zu dritt hier absichern sollten. Könnte zum Beispiel sein, die zwei Innenverteidiger, wenn das zwei Stürmer sind, zwei Innenverteidiger plus der Außenverteidiger oder der Sechser ist vor der Abwehr, wie auch immer. Natürlich gibt es auch die Thematik mit dem absichtlichen Ballverlust. Wenn man so spielen möchte, wenn man beabsichtigt einen Fehlpass spielen möchte, um danach in ein Gegenpressing gehen zu können, da sind zwei Punkte wichtig. Erstens einmal muss ich natürlich eine gewisse Zone bestimmen, wo ich den Pass hinspielen möchte und dort sollte ich dann natürlich schon in Überzahl sein. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen hier den Fehlpass hinspielen, damit wir da dann gleich ein Gegenpressing starten, natürlich sollten wir uns so positionieren, dass wir hier in Überzahl sind, dass wenn wir den Pass spielen, dass wir dann sofort in ein Gegenpressing starten können. Es macht keinen Sinn, wenn wir auf Zufall einen Fehlpass spielen und wir haben dort nicht einmal eine ordentliche Besetzung, dann wird es nicht funktionieren. Die zweite Variante ist, man kann sich ein Pressing-Opfer aussuchen. Zum Beispiel kann man sagen, dass der linke Außenverteidiger jetzt nicht der spielerisch stärkste ist und wir wollen dort den Pass hinspielen, den absichtlichen Fehlpass, damit wir dann genau bei diesem Spieler pressen können. Wenn man das so machen möchte, wie gesagt, da kommt es auf den Trainer drauf an, ob er so Fußball spielen lassen möchte, aber wenn man beabsichtigt einen Fehlpass spielen will, um in ein Gegenpressing starten zu können, dann sind diese zwei Punkte wichtig. Erstens einmal die Zone bestimmen und dann dort von der Positionierung her eine Überzahl schaffen und zweitens suche ich mir vielleicht ein Pressing-Opfer aus und spiele den Fehlpass dann genau dorthin. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich nach einem Ballverlust lieber 5 bis 10 Sekunden hochintensiv arbeite und versuche sofort wieder den Ball zurückzuerobern, als wie wenn ich, jetzt übertrieben gesagt, ein, zwei Minuten nur hinter dem Ball herlaufe, nur verschiebe. Da ist es für mich persönlich lieber, wenn ich aktiv 10 Sekunden hochintensiv arbeite und versuche den Ball wieder in den eigenen Reihen zu haben, als wenn ich, wie gesagt, nur herumverschiebe. Außerdem kann es sein, dass man vielleicht in eine gewisse Passivität reinfällt und bei einem Gegenpressing ist es so, dass man immer ständig aktiv sein muss, immer ständig wach sein muss und deswegen ist es für mich persönlich, wie gesagt, ist es lieber und ich bevorzuge es mehr, wenn wir den Ball verlieren, dass wir sofort ein Gegenpressing starten. Weiters ist es auch so, dass wenn der Gegner zum Beispiel hier den Ball erobert hat,
dann war er ja kurz davor noch mit der Defensive beschäftigt. Das heißt, für die Psyche ist das nicht so einfach für den Gegner, wenn er gerade mit der Defensive beschäftigt war und er erobert den Ball und wir dann überfallsartig ihn sofort wieder unter Druck setzen. Das ist natürlich für die Psyche des Spielers eine ganz große Herausforderung, weil es dann natürlich auch vorkommen kann, dass eine gewisse Angst, eine Hektik, eine gewisse Panik kommt und er dann nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen kann, weil er so sehr unter Druck gesetzt wird. Außerdem bin ich der Meinung, dass ein Fußballer, wenn er nicht unter Zeit- und Raumdruck gesetzt wird, dass viele Spieler dann gut Fußball spielen können, weil es dann natürlich keine Kunst ist, aber die ganz großen Spieler sind diejenigen, die in Drucksituationen, das heißt unter Zeit- und vor allem unter Raumdruck, dass sie dort dann die richtigen Entscheidungen treffen und dass sie dann die richtigen Lösungen finden. Beim Gegenpressing gibt es keine ganz genaue Zeitangabe, wo ich sage, jetzt ist das Gegenpressing zu Ende, weil jetzt zum Beispiel 10 Sekunden vorbei sind und somit ist das Gegenpressing zu Ende. Nein, es ist so, dass es im Spiel natürlich gewisse Hinweise gibt, wo das Gegenpressing dann zu Ende ist, aber in etwa dauert es um die 10 Sekunden. Wann endet das Gegenpressing? Erstens einmal logischerweise, wenn man den Ball wieder zurückerobert hat. Da gibt es dann Möglichkeiten, dass ich vielleicht sofort schnell wieder nach vorne umschalte, um vielleicht ein Tor zu erzielen. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich den Ball in den eigenen Reihen halten und ich versuche wieder aus einer Ordnung heraus zum Torerfolg zu kommen. Der zweite Punkt, wann ein Gegenpressing endet, wenn der Gegenspieler den Ball zum Beispiel ins Out spielt. Natürlich ist es dann positiv für uns, wir haben den Ball und somit endet dann die Phase des Gegenpressings. Ein weiterer Punkt, es kann ja auch sein, dass wir zum Beispiel in dieser Situation jetzt nicht so effektiv das Pressing gespielt haben, beziehungsweise es kann ja auch sein, dass der Gegner natürlich Qualität hat, dass er vielleicht pressingresistent ist und er es geschafft hat, sich aus dieser Pressing-Situation zu lösen. Zum Beispiel hat er sich befreit aus diesem engen Gegenpressing, er spielt dann hier raus, befreit sich sozusagen, dann ist es wichtig, dass die Mannschaft ein Gespür entwickelt, dass sie das Gefühl haben, wann das Gegenpressing endet, weil es nützt dann nichts, wenn dann nur noch ein, zwei Spieler versuchen anzupressen, weil das wird dann nicht funktionieren. Wenn der Gegner sich zum Beispiel wie in diesem Beispiel befreit hat, dann müssen alle verstehen, okay, das Gegenpressing ist zu Ende und dann ist es wichtig, dass die komplette Mannschaft so schnell wie möglich hinter den Ball kommt, um als kompakter Mannschaftsblock gegen den Ball verteidigen zu können. Und der letzte Punkt, wo das Gegenpressing zu Ende ist, natürlich bei Fouls. Das bedeutet, wenn wir in ein Gegenpressing gehen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir keine unnötigen und dummen Fouls machen, weil wir dann somit unser Pressing stoppen und der Gegner kann sich dann wieder neu aufstellen und hat den Ball und wir haben dann kein effektives Pressing gespielt. Natürlich ist es ein Unterschied zwischen unnötigen Fouls und taktische Fouls. Da ist es wichtig, dass man erkennt, wer macht die taktischen Fouls und wann sollen die taktischen Fouls gemacht werden. Es ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass wenn der Gegner sich zum Beispiel hier befreit, sagen wir mal, wir spielen in einem 4-1-4-1. Hier ist unsere Viererkette, unser Sechser, dann unsere vier Mittelfeldspieler und der Stürmer. Wenn dieser Spieler jetzt den Ball hat und er hat unseren Sechser überspielt, was wäre dann? Dann könnte er frei auf unsere letzte Linie zulaufen. Und dann kann es sehr, sehr gefährlich werden. Und das wollen wir mit einem taktischen Foul unterbinden. Das heißt, die Position, die am meisten taktische Fouls begeht, ist meistens unser Sechser, egal in welcher Formation, einfach der Spieler, der vor der letzten Linie ist. Warum? Weil, wenn der überspielt wird, wie gesagt, kann es dann gefährlich werden, weil er mit Tempo und frei auf unsere letzte Linie zulaufen kann. Das heißt, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass unsere zentralen Mittelfeldspieler, dieser Spieler zum Beispiel, braucht hier kein taktisches Foul machen, genauso wie diese Spieler, weil dann ja noch sehr, sehr viele Spieler hinter Ball sind.
Aber wenn, wie gesagt, dieser Spieler, wenn der überspielt wird, dann wird es gefährlich. Und deswegen muss er das erkennen und muss dann taktische Fouls begehen. Logischerweise findet das Gegenpressing in der gegnerischen Hälfte statt. Jetzt ist aber die Frage, in welcher Zone. Wenn das Gegenpressing in den Außenzonen stattfindet, dann hat es einen ganz großen Vorteil, und zwar, dass der Gegner sehr eingeschränkt ist aufgrund der Seiten-Out-Linie. Das heißt, er ist in seinen Möglichkeiten natürlich eingeschränkt, um richtige Lösungen zu finden, weil aufgrund der Seiten-Out-Linie es noch enger wird für ihn. Der Unterschied, wenn man zum Beispiel hier im Zentrum ein Gegenpressing spielt, dann ist der Nachteil natürlich, dass der Gegner viel mehr Möglichkeiten hat, um das Gegenpressing zu überspielen bzw. diese Pressing-Situation zu lösen, weil er natürlich in alle Richtungen spielen kann. Aber der ganz, ganz große Vorteil ist natürlich, wenn ich dann im Zentrum den Ball wieder zurückerobere, dann bin ich sehr, sehr nahe zum gegnerischen Tor. Und da fällt mir jetzt wieder der Spruch ein von Jürgen Klopp, dass das Gegenpressing der beste Spielmacher der Welt ist.